to the tail. Ja, wir sind ja vor 30 Jahren sind wir hier hochgezogen und seitdem steht im Prinzip unten das Druckhaus leer. Und da waren in alle vier Richtungen oben drauf diese Tafeln, ne? Naja, und dann habe ich gedacht, rufe ich dich an. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir uns anrufen. Jetzt halt passt das natürlich perfekt dann, dass du jetzt wieder mit dem Ding gekommen bist. Und das ist natürlich für mich halt auch cool, weil ich das natürlich auch immer schon seit klein auf kenne, dass es da oben drauf stand. Aber freue mich jetzt natürlich, dass wir das wieder jetzt hier ins Leben geholt haben. Zurück zu euch. Dann ins neue Haus hoffentlich bald. Ich versuche ja auch immer so ein bisschen das Sprachrohr zu sein, was ich beobachte, genauso wie du Sachen beobachtest oder der Journalist das beobachtet und dann Text schreibt, male ich dann halt meine Bilder. Und es passt auch zu uns, weil wir beide auch von hier sind, ne? Auf dem Roten Berg groß geworden in Erfurt. Absolut, Erfurt Nord. Bis heute so, dass die meisten mit der Thüringer Allgemeine die Zeitung verbinden, aber wir können eigentlich auch schon viel mehr. Ne? Wir sind seit vielen Jahren digital unterwegs auf verschiedensten Kanälen und wir sind innerhalb dieses Transformationsprozesses mittendrin seit Jahren eigentlich auch schon und ich finde dieses Bild oder der Schriftzug in dieser Art und Weise steht einfach auch für diesen Prozess, das Alte, was aber auch mit einer unheimlich hohen Glaubwürdigkeit verbunden ist und die Leute vertrauen uns, das eben in so eine digitale Welt, wo es vielleicht noch nicht so viele vertrauensvolle oder würdige Quellen gibt, zu überführen. Das werde ich als Beispiel immer wieder ranführen. Das sind halt wir. Es vereint ja auch zwei ganz wichtige Sachen in unserer Demokratie, nämlich Kunstfreiheit und Pressefreiheit. Ja. Und genauso ist es für uns auch ganz wichtig, dass wir in stabilen politischen Verhältnissen sind, wo es eben eine Kunst- und eine Pressefreiheit gibt. Also ich danke dir auf jeden Fall, dass du dich auf dieses Abenteuer eingelassen hast. Ich finde es mega geworden. Vielen Dank von mir, von meiner Seite.